Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space 2, Part 10. Ich bin heute ein bisschen verrückt. Wisst ihr auch warum? Das habe ich euch im letzten Part gar nicht gesagt. Ich bin heute 19 Jahre alt geworden. Yay, ich habe Geburtstag. 31.01.2011 haben wir. Und ja, dieser Part wird wahrscheinlich ein bisschen später hochgeladen, weil ich jetzt eine ziemliche Blockaufnahme mache. Wow! Ja, das ist eine Abfallpresse. Wie wir im letzten Part schon lesen durften. Soll ich jetzt speichern? Oh, ein Workbench! Ich bin so glücklich, ey. Danke, Spielentwickler. Ich hab drei. Nur was? Mein Rick. Ich will mehr Leben. Ich habe kein Leben mehr. Den perfekten Weg kenne ich noch. Das kann ich überspringen. Ich muss mich von hier aus... Bereiten wir es doch vor. Wird sicher noch genug Gelegenheit geben, das zu schaffen. Zu skillen hier. Da ist noch was drin und da ist noch was drin. Ich will mehr Munition für meinen Scheiß. Plasma-Cutter, der ist nicht scheiße, der ist cool. Deswegen heißt das Diagnosemodus. Warte mal. Das ist doch die Leiche von eben, oder? Die steht doch bestimmt gleich wieder auf. Oder sowas! Friss den Kasten. Wie? Now? Ah! Hä? Von wo, ey? Wo kommen diese Scheißviecher denn jetzt? Stirb, ey! Stirb aus! Fuck. Keine Muni mehr. Fuck this shit. Ich muss ihn jetzt so töten. So, das war schon besser. Puh. Das waren gar nicht solche Massen, dass ich dabei hätte so... Er ist tot. Solche Probleme haben müssen. Komm schon, Puker. Ja, sie heißen Puker. Kotzer. Die kotzen mich auch immer an. Hey, lässt du nichts fallen? Ich glaube, ich hätte den Stab woanders platzieren sollen. Ich hätte das hier nicht vorher gewusst. Na. Wenn man das Spiel kennt, kann man schon einiges vorausplanen, schätze ich. Aber ich... Oh Gott, ich hasse das. Entering Zero Gravity. Finde ich besser. Holy shit. Ich hoffe, ich werde nicht gleich zerquetscht. Hier schwebt bestimmt noch einiges rum. Ja, erst der Hilfepack. Und sonst? Hui. Becher. Wo geht's hier lang? Er ist in Ordnung. Ich habe ihn aus diesem Gefängnis hier, diesen Raum befreit. Ich bin ein nobler Mensch. Nein. Noch eine Power Note. Ich erwarte nicht nochmal zurückzukommen an dem anderen Raum. Hui, aber die Zero-G-Steuerung ist jetzt wirklich geil. Okay, was mache ich jetzt hier? Ein Rad. Fährt hoch. Cassini Apartments, Abfallsammlung im Entsorgungssystem. Der Abfall entsorgt. Nimm das gleich mit. Diesen Menschen hier. Aber es wird nicht mehr gepresst. Aha. Aha.
Ich muss jetzt dem Licht entgegen. Ich komme! Na, was steht da? Warte mal, auf Boden ausrichten. Aha. Wenn ich mich also hier so verkehrt herumstelle und dann irgendwie so auf dem Kopf bin, kann ich R2 drücken und werde automatisch auf den Boden ausgerichtet. Das nenne ich mal ein Feature, das sorgt dafür, dass ich nicht so leicht verwirrt bin. Seht ihr? Auf Boden ausrichten. Und dann kann ich auch landen. Aber ich muss jetzt doch nicht da rein. Das ist vielleicht auch besser so. Anhalten kann ich es nicht. Das erinnert mich an Portal, da wo immer diese Blöcke rauskommen. Wie sich das aufgeschlossen hat. Das sah aus wie ein Schlüssel, die Tür. Bam. Bam. Wow, das will mir nicht gefallen. Ich bewaffne mich schon mal. Hier ist nix. Das war echt zu bezweifeln. Hier muss doch was sein, wenn es so dunkel wird. Oder ist das wieder einer dieser angedeuteten Show-Effekte, wo in Wirklichkeit dann gar nichts passiert? Ich erinnere mich nur an den Spielautomaten, wo ich die ganzen Geräusche gehört habe. Und am Ende kam da was. Hey, nicht stecken bleiben. Das brauchte ich noch. Vielleicht. Sag ich doch! Und ich verfehle. Ey. Ich habe mich erschrocken. Ja, ich gebe es zu. Stirb! Hm? Ach, nicht diese Scheiße schon wieder. Das habe ich teilweise nicht vermisst in Dead Space. Moment, ich muss mal kurz was gucken. Entschuldigt das, Leute. Ja, da komme ich mit einer Power-Note rein. Vergiss es, ich rüste mich lieber auf. Ob in diesem Spiel was Lohnenswertes in den Räumen ist, weiß ich nicht. Und warum zur Hölle leckt mein Sound plötzlich? Mache ich jetzt irgendwas? Habe ich jetzt gerade irgendwas in die Wege geleitet? Moment, ich guck mal gerade nach, während ich sowieso schon im Aufzug feststecke. Okay, der Grund ist für mich nicht ersichtlich. Alles andere ist ersichtlich. Es ist ein Grund für sich. Ein Grund, den man nicht herausfinden kann, der nicht herausgefunden werden will. Typisch. Oh. Schon wieder eine Power Note. Wenn man keine gehabt hätte, wäre man jetzt zurückgegangen und hätte geguckt, was in dem Raum ist. Nee, das würde ich bloß machen, wenn ich vorher einen Speicherpunkt hätte. Und dann auch wirklich so gucken kann. Oh nö! Ich hasse die Dinger. Ja, du kannst mich treffen. Bei euch paar ist das nicht schlimm. Aber nicht bei der gesamten, von der gesamten Masse. Oh nee, die Dinger habe ich natürlich auch nicht vermisst aus Dead Space 1. Oh fuck is. Nein! So, das heißt, es kommen wieder Pregnants. Nein! Fatties. Nicht. Die lassen diese Dinger so oft fallen. Aber. Hm? Was stoße ich da um? Pantoffeln. Stöppelschuhe. Ich latsche die ganze Zeit irgendwas mit. Hä? Oh. Puh. Ich wollte meine Waffen doch umstrukturieren. Das ist immer das Mittel gegen die. Okay, es hat nicht gewirkt. Jetzt hat sich Metalhead Wizard gegen die ausgedacht. Bam! Na gut, dann halt so. Ist wahrscheinlich auch so die beste Methode, die zu besiegen. Okay.
Darf ich mal gerade meine Waffen umstrukturieren? Danke. Bewegen. Plasma-Cutter nach oben. Pulse-Rifle nach unten. Und Line-Gun links. So ist es in Dead Space 1 immer gewesen bei mir. Genau. Gott, ich... Das... Werter Herr, ich glaube, Sie sind tot. Keine Arme, keine Beine, kein Kopf. Ja, es sieht mir sehr danach aus, als wären Sie gestorben. Ich salutiere vor Ihnen. Und... War das jetzt eine Toilettenspülung oder ein Zombie-Schrei oder ein Zombie, dessen Kopf in der Toilette steckt? Es kann alles sein. Sieht so schwarz aus. Wieso ist sein Kopf verbunden? Deswegen sieht er so schwarz aus, weil er eine schwarze Tüte auf dem Kopf hat. Du. Oh Gott, ey. Kinderzimmer für extra Horrorfaktor oder was? Das ist eine Toilettenspülung, aber sie gefällt mir nicht. Oh. Die Musik. Nein, Rico ist noch am Leben. Glaube ich. Rakete! Bam! Explodiert nicht. Scheiß Nachtlicht. Das Schuss müsste doch theoretisch auch auf der Wand sein, aber ist nicht. Na gut, man kann nicht zu viel Realismus erwarten. Oder dass das Ding ausgeht dabei. Teddybär! Duschvorhang. Warum kann Isaac den nicht zerschlagen? Hiervon kommen diese Geräusche. Okay. Dann gehe ich hier lang. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein bisschen Konversation. Also, wir haben hier die üblichen zerdrückten Greenpeace-Dinger, was auch immer. Was ist das denn? Geschlossene Tür mit Männchen drauf gemalt. Da war jemand kreativ. Das Kinderzimmer. Der Bereich, wo ich eben war, schätze ich mal. Und noch ein Zimmer. Ein Markerbild. Unitologisten. Ja, hier, wenn hier eine Rekrutierungslage ist, sollte man auch meinen, dass hier Unitologisten sind. Oh. Den Teigmanns Soldaten haben mich gefunden. Sie verfolgen mich mit einer Art Helikopter. Sie sind fast hier. Beeilen Sie sich. Oh je. Dann ist ein Marker. Nein. Aber eine Statue. What the hell? Du bist hier aus dieser Tür gekommen? Darf ich mir mal... Ja, einen Stachel ausleihen? Danke. Ein bisschen Munition sparen hier. Bam! Okay. Das Bein habe ich sauber erwischt. Biu. Hä? Diese Geräusche immer. Wo denn? Ach so. Da muss ich gleich darunter, schätze ich. Oh Scheiße. Da wird irgendwas passieren da unten, bestimmt. K
Cosmic Use. Terrestrial Living. Ja, geht's los. Danke. Terrestrial Living. Hui. Kann man sogar speichern. Das machen wir noch nicht. Ich habe noch ein bisschen vorzuspielen. Ich hab's doch gesagt, da ist diese Markerstatue. In die Flasche statt das Geld, ist klar. Boah. Oh nein. Hä? Der hat ihn tot gekotzt! Ein Zombie hat den anderen tot gekotzt! Oh Gott, nein. Ey, deine Kotze ist aber nicht in Zeitlupe hier. Was? Wie schnell ging die Zeitlupe bitte schön vorbei? Wow! Wow! Geht ihr ab! Wie? Plasma Cutter! Nachladen! Meine Plasma Cutter Muni ist über den Jordan gegangen. Na gut, ich krieg neue. Wow, die Leichen sind jetzt nicht alle weg. Lass die Leichen nicht weg sein. Ich brauch Muni! Hier zum Beispiel. Die Totgekotzten. Alles weg! Schon wieder einer mit verbundenem Gesicht. Was geht natürlich ab, Leute? Ah, hier ist auch so Munition. Aber trotzdem sollte ich jetzt erstmal Pulse Rifle, aber die ist nicht stark. Und von Line Gun habe ich nicht so viel. Hm. Oh, was ist das? Harpunenspeere Watt. Platinum-Karte oder so? Die Munition muss man im Shop freischalten? WTF? Warte mal, ich habe doch genug Geld. Durch diesen Anzug habe ich viel Geld gespart. Wenn es mir möglich ist, noch einen Shop aufzusuchen, dann bin ich auf jeden Fall in der Lage, meine Munition nachzutanken vom Plasma-Cutter. Das ist also doch nicht so ein Problem. Nun muss ich erstmal einen Shop finden. Die sind hier rarer verteilt als in Dead Space 1. In Dead Space 1 gab es immer einen Shop, den man mehrere Male aufgesucht hat. Hören? Göttliche Entdeckung. Ich würde sagen, das hören wir uns beim nächsten Mal an. Bis dann, Leute. Ciao. Ich bin Gömer. Egal.